Das haben wir uns auch eingangs damals in der ersten Folge erzählt, hat, dass unsere legendären Pokémon, unsere Starter-Pokémon gegeneinander gekämpft haben, ne? Die legendären. Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du willst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Das sage ich jetzt bloß nicht, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich doch als dein Rivale. Danke, Bruderherz. Oh, Lovadilin hört man wahrscheinlich nicht alle Tage. Und das ist unverständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hopp. Ach, hör schon auf, Sanier. Also dann, Kids, machen wir uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für einen Wettrennen bis zum Wettrennen. Los geht's. Ja, liebe Leute, und das war es mit Pokémon Schwert. Ende. Ja, aber wir haben noch eine Sache zu tun, was wir noch nicht getan haben, was wir auch jetzt definitiv tun. Und zwar, was aber nicht zur Story gehört, sondern nur optional ist, wir werden uns heute dem Kampfturm widmen. Beziehungsweise nicht jetzt. Moment. Doch das Abenteuer haben wir noch lange nicht durchendet. Ich fasse die Galerie an neuen Pokémon und schnappst sie dir alle. Skull City gibt es nur den Kampfturm und der Turnier weiter auf neue Herausforderungen. Stell den Können unter Beweis und mit sich mit stärkeren Regnern als je zuvor. Oder das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute, bei Pokémon Schwert. Und dann geht's in den Kampfturm. Also wie gesagt, wir sind durch mit der Story, mit der Abschlussstory. Wir haben alles erledigt. Ja, wie gesagt, nur die Kampfturm fehlt es noch. Und dann, wie gesagt, kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer optionalen Quest. Oder optionalen Aufgabe noch. Wir haben noch nicht ganz alles erledigt. Wir reisen heute nach Score City hoch. Und zwar hier. Zum Kampfturm, liebe Leute. Wir kümmern uns heute um das Kampfturmturnier. Und zwar gibt es zwei. Ich gucke gerade, wie mein Team überhaupt aussieht. Ich habe mein Team noch nicht verändert. Ich werde weiter mit diesem Pokémon-Team arbeiten. Ich hoffe, dass ich mein Team soweit fit kriege. Warte mal, guck mal, quatsch mal mit den Leuten kurz hin. Möchtest du dir einen meiner Kampfteam ausleihen? Nein. Wenn du ein Pokémon-Team ausleihen willst, dann komm ich vorher vorbei. Boah, du bist tatsächlich im Champ aufgestiegen. Reifeleistung, muss man sagen. Dann hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Wenn ich deine Pokémon soll, mein super Spezialtraining absolvieren, da wir noch kein Pokémon auf Level 100 haben, dann geht das also noch nicht. Na gut. Willkommen im Kampfturm. Wonach steht hier der Sinn? Kämpfen? Bitte wähle nach welchen Regeln und mit welchen Pokémon du kämpfen willst. Wir fangen an mit den Einzelkämpfen. Also es gibt zwei Kampfklassen, zwei Einzelkämpfe und Doppelkampf. Das werden wir auf jeden Fall heute, wenn wir uns heute den Einzelkampf widmen. Und in der nächsten Folge werden wir uns, also morgen dann um 16 Uhr, werden wir uns dann wirklich mit dem allerletzten Finale und zwar dem Doppelkampf widmen. Deswegen heute, wie gesagt, der Einzelkampf. Los geht's. So, wir werden heute mit einem eigenen Team arbeiten. Welches Kampfteam im Team auswählen? Yes, baby. So, drei Pokémon dürfen wir auswählen. Ich werde anfangen mit Glurak. Inteleon. Und Montenegro. Sehr gut, hier lang bitte. Einatmen, ausatmen. Pah, ich bin noch nicht richtig vorbereitet. So, wir fangen an gegen Gyrealana. Und sie kommt mit einem Pokémon, mit dem ich definitiv schon mal einen Vorteil habe. Nämlich Fuyal. Okay, auf geht's. Fuyal kriegt erstmal den Flammenwurf ab. Na, noch nicht ganz. Okay. Es fängt mit Gigasauger an. Frage ist, wie kämpfen wir? Aber kriegen wir Wechsel oder kriegen wir nach und nach? Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer es sind. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich glaube, es sind drei Trainer. So, einmal Fuyal. Giflor. Okay, sie kommen mit dem nächsten Pflanzen-Pokémon.
Dann kriegt es jetzt den Luftschnitt hinterher. Das ist schlimm sogar. Ein. Okay, kann ich nicht mal für ein Item. Überrest, okay. Gut, dann können wir jetzt noch mal den Flammenwurf hinterher. So, weg. Und das letzte Pokémon verlieren ist Pokusan. Und dafür gehen wir auf Dynamax. Gigafeuerflug ein auf Pokusan. Das hat sie jetzt gekriegt. Tritzitrobeere. So, dann nochmal auf Gigafeuerflug. Ja, fast komplett. So, es pusht nochmal mit Diebeskuss. Klar, es wird sich jetzt nochmal aufladen. Nochmal ein paar KP holen. So, ich mal nochmal kurz eine Dose auf, nur ein Energy-Weg. Und durch die Nachwirkung des Giga-Feuerflug durch die Flammen wird es besiegt, das gute Pokusan. Und damit geht der erste Kampf an uns. Ich glaube, es sind drei Kämpfe, wenn ich es richtig im Kopf. Ja, wir möchten gerne weiterkämpfen. Und ein Evoli-Fan. Wenn ich meine Evoli Pro einsetze, dann höre ich mal an, wer ist das Evoli? Du hast bestimmt jetzt ein Evoli, oder? Nein, hast du nicht. Du hast Naranestro. Okay, Naranestro ist vom Typ Käfer Wasser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann heißt, wir gehen auf jeden Fall erstmal mit dem Luftschnitt drauf, der aber nicht trifft, sondern die Kaskade von diesem Naranestro. Und es besiegt uns. Ha! Ich glaube, Items können wir nicht einsetzen, ne? Aber wer rechnet damit, dass mein Luftschnitt daneben geht und jetzt aber seinen Dings trifft? Nee, wir haben keine. Scheiße. Muss ich dieses Naranestro so versuchen zu besiegen. Das wird definitiv nicht einfach werden. Weil ich mit Glurak schon mal meinen Zug-Pokémon verloren habe. Also müssen wir jetzt irgendwie durchmogeln. So, einmal. Ja, ich muss ja schon das 3 One-Hit-KOs setzen. Das ist ein Klebernetz an. So ein Klebernetz von mir. Boden drücken. Was ist das? Nee, natürlich nicht. Ja, Naranestro, da habe ich lange selber überlegt, ob ich dieses Pokémon ins Team nehmen soll. Vielleicht setzt jetzt doch Regentanz ein. Oh Gott, das ist. Ja, nicht einfach. Wird definitiv nicht so einfach werden, dieser Kampf. So, ich pushe nochmal mit dünner Frost hinterher. Damit dürfte sich das Wetter auch ein bisschen ändern. So, das Problem ist, es ist immer noch ihr erstes, ne? Das holt sich so ein Naranestro schon zurück und jetzt ist auf Cavalanzas. Okay. Einfach wird's nicht, definitiv nicht.
So, jetzt setze ich mal auf Kehrtwende ein, weil ich will jetzt Dings bringen. Okay, dann hatte ich schon mal nur Käfer-Pokémon. Das ist jetzt ärgert mich, dass ich Jura verloren habe. Was haben wir hier? Ach, Initiative. Oh Gott. Metallstoß. Ich werde wahrscheinlich eh nochmal ansetzen. Einfach Durchstoß. Und jetzt reicht. Metallstoß. Ja, ihr seht mich gerade ein bisschen ratlos. Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich auf Socken kriegen von diesem Evoli-Trainer hier. So, weg damit. Guck mal, das Kavalanzas runterkriegen, jawohl. Haben wir das schon mal weg? Das wird auch zu hageln. So, was hast du jetzt für mich? Aranesto wieder. Okay. Jetzt kommen wir bitte nicht mit ohne Mist. Aquahaubitze. Rollschäden. Okay, ich vermute, dass wir verlieren. Das tut mir das Glurak, den Verlust von Glurak tut mir echt weh. Knuddler. Das bleibt auf Regentanz. Ich weiß nicht, was das letzte von ihr ist. Wenn sie jetzt mit dem Dings kommt, habe ich sowieso verloren. Mit dem Feuer. Was? Kaskade, komm, bitte überleb das. Dann habe ich das Aranesto auch raus. Natürlich nicht. Das war's. Wir verlieren den zweiten Kampf. Scheiße, Mann. Schade, dass du nicht gewonnen hast. Versuche ein anderes Mal dein Glück. Natürlich nicht. Okay, dann holen wir es nochmal. Willkommen im Kampfturm. Wo da steht dir der Sinn? So, nochmal. Versuchen wir es nochmal. Okay. Glurak. Morpeko. Und Inteleon. Komm. So, probier stellen wir so ein bisschen um, weil wenn ich jetzt nochmal mit dem Aranesto kommt, gleich. Pika Pika! Na, damit habe ich was gerechnet. Okay. Muss mal gerade gucken, wie man. Okay. Erstmal gehen wir rauf auf Flammenwurf. Ja, du hast natürlich einen Schutzschild drin, ne? Und du hast natürlich auch Klebenetz, natürlich! Und du überlebst natürlich auch die Attacke. Fokus Gott, ja, ich habe Überraschung. Und nochmal, hintereinander, ein Schutzschild. Jetzt wird es mich ein bisschen. So, dein nächster Schutzschild, der schlägt Fehde, damit ist es Voltula schon mal down. Setzen wir Peko ein. Gehen wir auf Inferno. Ich versuche es. Vielleicht kriege ich sogar mit einer Attacke down. Inferno trifft auf jeden Fall. Aber es wird schon mal eine Verbrennung kriegen. Und das sagt dann auch, oh, nö. Natürlich nicht.
Also, ich habe das Gefühl, dass dieser Modus auf jeden Fall darauf hinausgeht, meine Statuswerte um mich ein bisschen zu nerven. So, weg mit Morpeko. Das habe ich ja auch, das Pokémon. Wie soll es mit? Lamelux. Okay, Lamelux ist ja nicht ein Pokémon, was man Glurak ein bisschen einfacher machen könnte. Flammenblitz, weg damit. Gott sei Dank, die überstehen zumindest die erste Runde. Weitere zwei Gewinnpunkte gegen mir. Glückwunsch, was Rang 2 reicht. Zur Fett des Ranges schießt, bekommst du eine Belohnung. Ein Sonderbogen. So, ich muss mir gerade mal den Modus um dem Kampfturm überhaupt mal angucken. Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Ich glaube, sind wir schon durch? Oder... Pokémon Schwert Kampfturm. Ich muss mich gerade mal durchgucken. Jetzt gerade nicht, wie es jetzt aussieht, wie der Modus ist. Okay, das war schon mal nicht okay. So, wo sind wir nochmal? So, kämpfen. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall beim gleichen Team. Ich denke, damit haben wir eine gute Pokémon. Und schon wieder du mit der Maybelli, ne? Ich fange mit dem. Ich schlafe nicht im Pyjama. Ich kämpfe auch im Pyjama. So, die Frage ist, was hast du als nächstes? Savayone. Ich sehe jetzt nicht explizit, wie viel wir haben müssen. Wie viele Gegner wir kriegen. Ich glaube, es sind 3 oder 4. Ich weiß es aber nicht. So, jetzt muss dieses Pokémon schon mal weg. Welche Überraschung. So, Flammenwurf drauf. Nein, hau ab mit dem Scheiß! Ja, na, ich hab's fast geahnt. Nein! Komm mit so einer Kacke nicht an. Und bei meinem Glück schläft das jetzt 5 Runden lang durch. Naja, Glück gehabt. Zumindest nur eine Runde. Weg mit dem komischen Zarayone, ey. Natürlich nicht. Jetzt hat wahrscheinlich noch eine Beere, damit sie Verbrennung heilt, ne? Ja, jetzt hat's nichts, okay. So, Diebeskuss sollte jetzt nicht so viel abziehen. Ja, das ist ein bisschen was, aber. So, Flammenwurf drauf. So, damit müsste das eigentlich durch sein. Deine scheiß Zitrobeere interessiert mich nicht. Dein Wunschtraum. Die Frage ist aber, was passiert da? Du heilst dich nicht jetzt, oder? Nee. Gar nichts passiert. Wunderbar. Weg damit. Du hast auch immer Pico. Ja.
Ernsthaft? Du hast jetzt nicht drei Pokémon, die alle Schutzschild kennen oder so, ne? Du hast jetzt nicht alles an Pokémon mit Schutzschild, oder? So lange ist das mal steigt. Ich muss das mal weg oder auch nicht. So. Gut. Ich setze nochmal Schutzschild ein. Oh, nervt doch nicht. Scheiße. Sagen das Ding natürlich. Nochmal Flammenwurf ein. Bei meinem Glück überlebt das das Viech noch. Gott sei Dank, nein. Ist der scheiß Popeko schon mal down? Und es hat jetzt als letztes Chilabell. So, bei meinem kommt jetzt Schallwelle. Bitte überlebt, was ich mag. Das ist natürlich nicht. Setze ich auf Donnerblitz ein. Ich glaube, du bist nämlich nur vom Typ normal. Ich glaube nicht, dass du schon Fee dabei hast, oder? Jetzt setze ich die Dünnerfaust in die Fresse. Das ist langsam gut. Natürlich. Du kannst natürlich Zauberschein. Soweit ich hoffe, dass deine Dünnerfaust sich killt. Yes! Zweite Runde überstanden. Tschüss. Ich muss in die Haie. Bye, bye. So, zwei weitere gesunden Dings. Schau mal jetzt, was nächstes. Ich zeig dir, was ich alles so gelernt habe. Und wir haben Schüler Manuel als nächsten mit einem Bronzer. Das ist bestimmt jetzt die ganze Zeit irgendwelche Psycho-Pokémon. So, erstmal ein Flammenwurf drauf. Weil dieses Pokémon ist vom Typ Stahl. Okay, den nächsten Flammenwurf wird nicht überleben, wenn er jetzt sich... Ich habe es fast geahnt. Okay, es wechselt das Wetter. Das Feuer wieder da zur normalen Stärke geworden. Das Bronzong ist immer noch mehr Ärger machen können. Das hat seinen sicheren Tod jedenfalls zwar auch noch rausgezögert. Nächstes Togekiss. So, Ferne trifft jedenfalls. So, es haut sich schon mal die... Das bringt der nur nicht. Weil ich würde sowieso irgendwann killen. Gegen die Spezialattacken. Okay, das heißt Flammen... Ist das nicht schon das letzte von ihm? Nee, das ist nicht. Okay. Genau, Bronzong, Togekiss. Zauberschein setzt jetzt ein. Nochmal ein Flammenwurf. Ich glaube, das Zauberschein. Sonst schon legt sich jedenfalls, das ist immer gut. So. Und jetzt noch ein Flammenwurf hinterher, dann müsste das Thema durch sein.
Und dann weiß ich nicht, was er als letztes besitzt. Zugabe bringt mir nur nichts. Weil, na gut, ich kann immer mehr Flammen einsetzen. Es kommt davon, was mein letztes Pokémon er hat. Ich vermute, dass er jetzt mal ein Wasser-Pokémon kommt. So, Togekiss ist jetzt mal down. Durch die Verbrennung. Gorgason. Gorgason ist vom Typ Geist, glaube ich. Okay. Ach, warum setze ich nicht Dings ein? Gut, okay, ich setze jetzt auf Tarnstein ein. Was ist er gemacht mit seiner. Feuerflug. Ich mach dieses Pokémon, muss dieses Pokémon down kriegen. Der Vorteil ist, dass ich Inteleon noch hab. Ich habe Inteleon noch und ich habe Morpeko noch. Morpeko ist vom Typ Unlicht. Das heißt, ich habe eine Unlicht-Attacke mit Knirscher. Versuche dieses Pokémon jetzt mit einem Dynamax-Pokémon down zu kriegen. Natürlich! Natürlich! Natürlich kann dieses Pokémon noch...